Hallo liebe YouTube-Freunde und Freundinnen. Heute gibt es einmal einen kleinen Kurzfilm. Wie gesagt, über die 50-29-73 von Roko. Wundert euch nicht, hier ist jetzt gerade eine Langsamfahrstelle wegen einer Baustelle an der Brücke. Das war nur eben so nebenbei. Ja, dieser Kurzfilm ist eigentlich nur deswegen entstanden, weil ich sämtliche Wagen, die hinter der Lok hängen, jetzt in den letzten Tagen gealtert habe und rückmeldefähig gemacht habe. Das heißt also, die Achsen sind alle mit Graphitlack bearbeitet und in der richtigen Ohmzahl eingestellt, so dass jeder Wagen von diesem Zug rückmeldet, wie es halt auch im Original sein soll. So können wir natürlich dann immer feststellen, wo im Schattenbahnhof gerade wirklich ein Zug steht, auch wenn mal keine Lok davor ist. So soll das Ganze nämlich dann mal bei allen Wagen sein. Ja, mittlerweile habe ich vielleicht so, keine Ahnung, 150 Wagen bearbeitet. Ich habe noch jede Menge vor mir und es ist ein tolles Gimmick, aber auch eine schwierige Arbeit. Es ist nicht so mal eben gemacht. Ja gut, aber ich will euch auch gar nicht großartig vollquatschen. Ich wünsche euch viel Spaß mit den folgenden Fahrtszenen und bis demnächst mal wieder. Tschüss!